als wir angefangen haben, uns damals so der Öffentlichkeit zu präsentieren, da war es eigentlich immer so, dass man sich dafür schämen musste, wenn man Platt spricht. Es gab zwar auch so Leute und Strukturen, wo auch so das Rhöner Brauchtum gefördert haben, aber das Rhöner Platt, das ist da immer konsequent ausgeschlossen. Die Leute früher bei uns bloch, trotzdem wohl kaum genug zum Leben was. Die Rhön war halt immer als so ein ziemlich armes Land. Armut prägt einfach dann auch so das eigene Bewusstsein. Dabei hätten die Rhöner eigentlich wirklich jeden Grund gehabt, auf sich stolz zu sein, weil unter so widrigen Bedingungen dann zu überleben, das schafft wahrscheinlich auch nicht jeder. Jetzt uns wir gut und wir schämen uns nicht mehr. Allerdings hat sich dann so im Lauf der Zeit kristallisiert, dass das einfach nicht nur blöde Idioten waren, die dann Platt gesprochen haben, sondern einfach auch wirklich fitte Leute, die damit praktisch ihre regionale Identität mit zum Ausdruck gebracht haben. Es gab Ingenieure, Professoren, Wissenschaftler, die dann auch konsequent untereinander ihr Platt gesprochen haben und auch dazu gestanden haben, auch zu ihrer Region gestanden haben, wo sie herkommen aus den Verhältnissen. Die Grenzöffnung war für mich sowieso ein unfassbares Ereignis. Weil ich weiß noch, meine Oma hat damals in Tann gewohnt und wenn wir die besucht haben, da sind wir dann auch mal an die Grenze gefahren, haben uns das angetan. Da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich? Sprechen die Leute drüber aus, so glatt, so wie mir? Gott sei Dank sind die Ziele jetzt vorbei. Also ich hoffe, es ist was dabei rausgekommen, wo sich wirklich auch viele Rhöner mit identifizieren können. Und zwar nicht nur Rhöner, die hier geboren sind, sondern auch Leute, die Gott weiß, von woher hierher gekommen sind. Und jetzt einfach auch zu uns gehören. Wir schämen uns nicht mehr, lass die andere ruhig lachen. Was die andere können, das können wir schon lang. Wir schwatzen wie Blatt, wann's auch kennst, sonst versteht. Wo welchen Grot dann erst recht.